Gruß aus Schweden möchte ich noch ein kleines Grußwort aus Hamburg anfügen. Exzellenz Matulionis, Botschafter und Kanzler der Regierungskanzlei Litauens, Monsignore Sander, Bruder Paulus, liebe Vorsitzende der litauischen Gemeinschaft Lina Jahn, meine Damen und Herren, liebe Festgäste, als allererstes möchte ich denen, die heute für ihre Verdienste um Litauen geehrt worden sind, auch von meiner Seite ganz herzlich gratulieren. Ihnen allen, ich glaube, es war über diese lange Zeit immer wichtig, die litauische Identität hochzuhalten, und ich glaube, Sie wurden heute zu Recht dafür geehrt. Darf ich Ihnen also ganz herzlich gratulieren. Lassen Sie nur kurz etwas sagen. 100 Jahre Wiederherstellung des litauischen Staates am 16. Februar 1918 hat etwas auch mit Hamburg, mit Deutschland und den litauisch-deutschen Beziehungen zu tun. Denn am 16.2. wurde hier in Hamburg auch über Demokratie gesprochen, 1918, und gleichzeitig gab es viele Gespräche der litauischen Unabhängigkeitsbewegung, unter anderem auch mit der deutschen Regierung, bevor dann am 16. Februar 1918 in den Räumen der litauischen Hilfsvereins der Kriegsgeschädigten in Vilnius die Unabhängigkeitserklärung, die Sie ja gerade schon gesehen haben, unterzeichnet werden konnte. Und dass das gefeiert wird, das konnten Sie auch am 16.2. hier in Hamburg sehen. Die litauische Flagge wurde gehisst. Im Planetarium wurde der Himmel über Litauen deutlich gezeigt. Und wir haben jetzt hier ein wunderschönes Fest mit Tanz, mit Musik, auch mit einigen Worten zur Historie. Ich will aber auch einen anderen Punkt sagen, der Hamburg mit Litauen verbindet, und das ist der Kampf um Unabhängigkeit und Demokratie. Wir alle hier in Deutschland waren absolut begeistert, als am 23.08.1989 2 Millionen baltische Bürger über 600 Kilometer eine Menschenkette bildeten, um für Demokratie zu protestieren und das Verbrechen des Hitler-Stalin-Paktes noch einmal deutlich zu geißeln. Das war übrigens 2,5 Monate, bevor in Deutschland die Mauer fiel und Deutschland wieder vereinigt werden konnte. Das heißt, die baltischen Staaten haben eine Initialzündung gemacht für Demokratie in Europa, die nun auch dieses Land, nämlich Deutschland, dann erreicht hat. 2,5 Monate vor dem 9. November war das eine ungeheure Tat des Mutes, sich zu engagieren und für Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen. Und auch hier hatten wir am 24.02.1990 die ersten freien Parlamentswahlen, nachdem die Unabhängigkeit wiederhergestellt worden ist. Und auch das zeigt, dass wir in Demokratie gut und gerne leben. Und nun will ich etwas kurz sagen zu Hamburg und Litauen und zu den litauischen Städten. Wie Sie wissen, hat Hamburg zu den Städten Klaipeda, Kaunas und Vilnius ganz besondere Beziehungen. Wirtschaftsdelegationen besuchen unsere Stadt und den Hafen. Die Häfen Hamburg und Klaipeda arbeiten in vielen Projekten zusammen. Noch am vergangenen Mittwoch konnte ich in Berlin litauische Vertreter in einer gemeinsamen Projektarbeitsgruppe eines besonderen Projektes für nachhaltigen Verkehr, nämlich EMAG, in Berlin begrüßen. Es zeigt, die Zusammenarbeit funktioniert. Es gibt viele, viele Kontakte. Und ich darf Ihnen auch versichern, Bürgermeister Olaf Scholz und die Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft, Carola Weidt, stehen Litauen und Menschen aus Litauen immer gerne zur Verfügung. Und Hamburg ist, glaube ich, eine der Städte in Deutschland, die mit Litauen sehr, sehr stark verbunden ist. Ich will dazu auch gerne sagen, dass der Antrittsbesuch, lieber Herr Botschafter Matulionis, Ihres Nachfolgers nun in Vorbereitung ist. Er wird die Freie- und Handelsstadt Hamburg besuchen, und auch dann wird wieder die Flagge am Rathaus gehisst werden und die Menschen werden dieser besonderen Begegnung dann auch applaudieren werden. Und deswegen, glaube ich,
meine Damen und Herren, darf ich gar nicht viel zu lange reden, denn ich würde Sie davon abhalten, das Fest zu feiern, das über 100 Jahre nun wirklich auch zu feiern gilt. Aber lassen Sie mich ein letztes Wort sagen. Geprägt durch Frieden und wirtschaftliche Erfolge in unseren Ländern müssen wir die Einheit Europas auch gegen schwierige Nachbarn im Osten, und dann nenne ich mal die Russische Föderation, stark in der EU und sichtbar in der NATO, und da haben wir auch wieder ein europäisches Bataillon unter deutscher Beteiligung, auch in Litauen, sehr stark zum Ausdruck bringen. Denn eins wissen wir alle, nur in einem geeinten Europa werden wir Unabhängigkeit, Freiheit und Demokratie immer verteidigen können. Und in diesem Sinne gratuliere ich ganz herzlich zu diesem ganz, ganz besonderen Nationalfeiertag und wünsche Ihnen und uns ein wunderbares Fest. Herzlichen Dank.